Was wollt ihr denn backen heute? Ein Apfelkuchen. Apfelkuchen? Mhm. Und was braucht man dazu? Was ist denn das? Ah. Jetzt müssen wir 300 Milliliter Apfelsaft abmessen. So. Und das Wasser, den Apfelsaft zum Kochen bringen. Dann haben wir noch ein gutes Kilo klein geschnittene Äpfel. Also da so ist ein Kilo, wenn es schon geschnitten sind. Okay. Aber aufpassen nicht. So geht das. Soll ich mal da reinlegen? Mhm. Da habe ich jetzt das Puddingpulver mit Apfelsaft angerührt. Und das kommt jetzt in den kochenden Apfelsaft rein. Der Apfelsaft vom Aldi oder sowas? Zum Beispiel. Zum Beispiel, also Wurst braucht eine, gell? Ja. Okay. So, immer schön umrühren. Und so kochen wir im Pudding. Ein Kilo Äpfel, ein bisschen mehr. Mhm. Und das wird jetzt da vermischt. Ich messe jetzt 150 Gramm Zucker ab. So, da ist 150. Mama, er tut Mais und er tut Mais. Tun wir noch zwei Päckchen Vanillezucker dazu. Ja, ich mach das. Du machst es? Gut. So, dankeschön. 150 Gramm Margarine oder Butter. Wir nehmen jetzt Rama zum Beispiel. Ja, das sind die Dauerschmeiß. Das sind aber jetzt noch drei Eier dazu. Die alle beiden kuscheln sie, schau. Die kuscheln, ja. Schau mal, die kuscheln sie. Gramm Mehl. Jetzt kommt jetzt oder und was? Und 2 Teelöffel Backpulver. Warte, ich mach das. Moment. Ja. Da in den Topf schneiden. Noch einer. Den jetzt in den Topf schütten. Mach du das. Genau. So, super. Das da tun wir jetzt da reinsieben. Ausgeschüttet. Ja, genau.
Ich mach das. Ich meine mal das ausprobieren. Creme fraiche 200 Gramm. So ein Backofen vorgeheizt? Ja. Wie viel? Moment. Darf ich mal probieren? Ja. 200 Grad bei Ober-Unterhitze. Und das mit aber ich habe Heißluft besser. Und habe ein bisschen weniger. Darf ich mal probieren? Blech habe ich mit Backpapier ausgelegt. Man kann es auch einfetten vorher. Mama, gib mir eine Runde bitte. Gleichmäßig verteilen. Apfelsaft-Pudding-Mischung und die ist jetzt ein bisschen abgekühlt und das schmieren wir jetzt auf den Kuchen drauf. Okay. So, und das werden wir jetzt hier drauf verteilen. Das schön groß wird und dann kommt es bei 200 Grad eine Stunde in den Ofen. Drei Becher Schlagsahne. Das ist danach? Ja. Ja, das kommt danach rein. So. So Schlagsahne. Eins. Ich will aber suchen, Lenny. Meinst du? Ganz süß. Mit Lamm ist ganz süß. Schmeckt ein bisschen frischer. Da schmeckt es aber dann wie schön. Du musst es da ausschütten, oder? Wieder so, jetzt sind wir fertig. Okay. Moin, Vormittag.